Ich bin gestern auf ein Video von Magnus Carlsen persönlich gestoßen, das er auf seinem YouTube-Kanal hochgeladen hat, in dem er seine 13 besten Schachtipps preisgibt. Das wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten und deswegen schauen wir uns jetzt dieses Video nochmal gemeinsam an, beziehungsweise wir reagieren auf seine Schachtipps und ich gebe meinen Senf dazu, was ich davon halte, was ich vielleicht zustimme und was vielleicht eher nicht. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr lustiges und spannendes Video in dem Sinne. Los geht's. Den Link zum Originalvideo findest du selbstverständlich unten in der Videobeschreibung. Fangen wir also direkt auch schon an mit Magnus' ersten Tipp. Er redet natürlich auf Englisch, aber ich bin mir sicher, das werdet ihr trotzdem gut verstehen und danach werde ich immer meine Meinung zu diesem Tipp dazugeben. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Ich finde die Tipps am Ende beim einen sehr, sehr spannend. Manche sind noch eher dafür etwas lustiger vielleicht. Also ich glaube, wir können auf jeden Fall alle was daraus mitnehmen. Okay, hören wir uns also den ersten Tipp direkt an. Tip number one, you can learn from almost every game and everyone. Play against people from all different levels, at different time controls, from all around the world. So, hier hören wir also den ersten Tipp. Man kann von jeder Partie etwas lernen, egal welches Zeitformat, welcher Gegner und so weiter. Und da stimme ich ihm zu. Ich finde das ein wichtiger Tipp, denn ich kenne viele auch von meinen Freunden und Bekannten, die sehr, sehr gut im Schach sind und die gegen schwächere Spieler nicht mehr wirklich spielen wollen, weil sie der Meinung sind, davon können sie nichts mehr lernen. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich bin der Meinung, auch als sehr guter Spieler kann man noch was davon lernen, auch einem Anfänger vielleicht das Spiel beizubringen. Denn dadurch hat man wieder einen neuen Blick auf das Spiel, nämlich sieht man Schach wieder durch die Augen eines Anfängers. Ganz grundsätzlich auch jedes Zeitformat, finde ich, ja, bringt einem was, abgesehen vielleicht von Ultra Bullet. Aber ich bin der Meinung, Blitzschach, Rapidschach, und Langzeitschach natürlich, alle fördern verschiedene Aspekte des Spiels. Und es hat Sinn, jeden Aspekt davon zu trainieren. Also den ersten Tipp von ihm finde ich sehr, sehr gut. Okay, schauen wir uns auch schon den zweiten Tipp an. Tip number two, my best tip of all. Challenge yourself by playing against the Play Minus App. Okay, ja, das ist natürlich einer der etwas weniger ernst gemeinten Tipps vielleicht. Ich muss dazu sagen, das Video ist schon etwas älter und das war, als Magnus Carlsen gerade seine Play Magnus App herausgebracht hat, in der man gegen Magnus Carlsen in verschiedenen Altersgruppen spielen kann. Ja, man kann dort also gegen den 9-jährigen Carlsen spielen, den 12-jährigen, den 15-jährigen und so weiter und spielt dann quasi gegen die Spielstärke, die Carlsen damals hatte und soweit ich weiß auch gegen die Eröffnungen, die er damals hatte. Wenn wir das Ganze mal ein bisschen runterbrechen, geht es ja im Endeffekt darum, gegen Computer zu spielen und da muss ich sagen, bin ich der Meinung, das bringt nicht so viel. Ich habe ein paar Mal gegen Computer gespielt und persönlich habe ich das Gefühl, dass es viel mehr bringt, gegen Menschen zu spielen als gegen Computer, weil Computer auf einer gewissen Spielstärke, sagen wir ja auf 1500, sind immer etwas komisch programmiert. Zum Teil spielen sie richtig gute Züge und dann stellen sie einzügig einen Springer ein. Und ich finde, das irgendwie passt nicht so gut zusammen. Also zu seinem Tipp, die Play Magnus App, natürlich ein sehr cooler Gedanke, aber ich glaube, das ist immer noch besser, gegen echte Menschen zu spielen. Schauen wir uns den dritten Tipp an. Tip number three, take regular breaks from chess, train your body as well as your mind. Okay, er sagt also hier im dritten Tipp, auch mal regelmäßige Pausen von Schach zu machen und seinen Körper ebenso zu trainieren wie seinen Geist. Und hierzu habe ich tatsächlich eine ganz spannende Anekdote, denn eins meiner besten Schachturniere, das ich je gespielt habe, da habe ich tatsächlich eine Routine gehabt, dass ich jeden Abend nach meinen Partien auf meinem Hotelzimmer noch ein kleines Workout gemacht habe. Ich hatte meine Hanteln dabei und habe dann einfach ja, zu Hause quasi nach den Doppelrunden einfach kurz ein Workout gemacht. Und das hat extrem gut funktioniert. Ich habe mich sehr frisch gefühlt am Brett. Also was er sagt, stimmt hier auf jeden Fall. Teilweise finde ich es bei vor allem anstrengenden Turnieren schwierig, dort so eine Routine aufrechtzuerhalten. Aber an sich absolut korrekt, ja. Also auch Pausen zu machen, zum Teil auch hatte ich das Gefühl, wenn ich mal 2 Monate lang kein Schach gespielt hatte, habe ich danach besser gespielt, weil ich wieder frischer war und auch mehr Lust hatte zu spielen, als wenn man sehr viel und sehr aktiv Turniere spielt. Tipp Nummer 4, los geht's.
Tip number four. Now it would appear that I have to go back on naming tip number two the most important one, because this is the most important one. Have fun playing chess. Okay, er sagt hier relativ knapp, dass er seinen zweiten Tipp, dass das wohl doch nicht der wichtigste war, denn das ist der wichtigste und das ist es, Spaß am Schach zu haben. Und da kann ich zu 100% zustimmen. Man spielt am besten, wenn man Spaß hat, und wenn man keinen Spaß hat, sollte man es sein lassen. Also hier würde ich auch tatsächlich mitgehen. Der wichtigste Tipp, der meiner Meinung nach zweitwichtigste, kommt fast ganz am Ende. Das ist nämlich sein 12. Tipp. Also unbedingt dranbleiben. Das hat auch wirklich mit Schach konkret zu tun, was er hier am 12. Tipp vorschlägt. So viel schon mal vorweg. Aber hier auf jeden Fall Spaß haben. Das A und O, selbstverständlich. Tipp Nummer 5. Mal sehen. Tip Nummer 5. Expand your horizons. Try different openings, different ways of playing, in order to broaden your understanding of the game. Okay, ja, auch ein sehr, sehr guter Tipp. Er sagt hier, man soll verschiedene Öffnungen ausprobieren, verschiedene Spielstile, um sein generelles Verständnis von Schach zu verbessern. Und das kann ich absolut unterschreiben, vor allem den Punkt mit den Eröffnungen. Ich habe mein Leben lang, Damen-Bauernspiele eigentlich gespielt. Ich habe sehr lange das Kolle-System und Kolle-Zuckertort gespielt, bin damit auch auf 2000 Elo das erste Mal hochgekommen. Dann allerdings hat mir das keinen Spaß mehr gemacht, wie in Tipp 4, und ich bin stagniert. Ich hatte keinen Spaß mehr, die Stellungen waren immer die gleichen und es hat sich einfach nicht mehr so gut angefühlt. Und dann habe ich angefangen, mir erstens E4-Theorie in Masse anzuschauen und habe das gespielt. Am Anfang habe ich ein, zwei Partien verloren, aber danach, dadurch, dass es sowas Frisches war, hatte ich wieder total Spaß und meine Elo-Zahl ist in die Höhe geschossen. Inzwischen spiele ich wieder Damen-Bauern-Spiele, aber das ist eine andere Geschichte. Also dieses verschiedene Öffnungen ausprobieren, sehr, sehr wichtig, um sich auch frisch zu halten und auch eben neue Stellungstypen zu verstehen. Früher konnte ich fast nur geschlossene Stellungen spielen und war taktisch total schlecht. Und dadurch, dass ich jetzt auch manchmal E4 spiele, hat sich das bei mir deutlich verbessert. Also hier sehr guter Tipp von Magnus Carls. Okay, kommen wir zu Tipp Nummer 6. Tipp Nummer 6. Challenge your brain with other puzzles. It will improve your problem-solving skills. Okay, er sagt, man soll auch andere Dinge ausprobieren, andere Puzzle oder Rätsel, um sein Gehirn herauszufordern. Muss ich sagen, weiß ich nicht so recht, ob ich ihm hier zustimmen würde. Er spielt auf sowas wie wahrscheinlich Sudokus an oder Kreuzworträtsel, was auch immer. Habe ich persönlich keine Erfahrungen mitgemacht, dass das im Schach einem hilft, weil ich auch Schach eigentlich nicht als Rätsel sehen würde. Weil ein Rätsel ist etwas, sowas wie ein Sudoku, das hat nur eine Lösung und man muss eben die Lösung hier zu finden. Aber Schach hat ja nicht eine richtige Lösung. Man kann Schach auf verschiedene Arten spielen. Es gibt viele gute Züge. Dementsprechend hier würde ich sagen, glaube ich, ein Tipp, der eher vernachlässigbar ist. Tipp Nummer 7 und 8 gehen in eine sehr ähnliche Richtung. Deswegen schauen wir uns die beiden gleich gemeinsam an. Okay, mal hören, was Carlsen zu sagen hat. Tipp Nummer 7, get enough sleep. From when I was young till the age I'm now, I always try to get at least 9 hours of sleep every day when I'm playing tournaments. It's vital to keep a clear head. Tip number 8, eat and drink well. My favorite drink while playing is orange juice mixed with water, as probably most of you know. Okay, hier lächelt er am Ende. Also, zusammengefasst, Tipp Nummer 7 war schlafen, viel schlafen und viel essen, oder gut essen und trinken beim Schach. Gut, das ist natürlich übertragbar auf viele Bereiche. Zunächst mal, 9 Stunden Schlaf finde ich sehr viel. Also das schaffe ich nicht persönlich. Aber natürlich hat er mit den beiden Tipps absolut recht. Und vor allem bei Schachturnieren ist es leider oft so, dass man zu wenig Schlaf bekommt. Vor allem Turniere mit Doppelrunden sind sehr, sehr stressig und eng getaktet, sodass man zum Teil keine Chance hat, mehr als 6-7 Stunden Schlaf zu bekommen. Ja, 9 Stunden sind hier natürlich absoluter Luxus. Wozu ich mehr sagen kann, ist zum Essen und Trinken. Und da stimme ich ihm absolut zu. Und ich finde, das ist auch was, was viele Schachspieler total vernachlässigen. Wenn ich Mannschaftskämpfe spiele, habe ich oft Mannschaftskollegen von mir, die die ganze Zeit nichts essen. Das Spiel geht um 10 Uhr los.
Die Leute haben nicht gefrühstückt und spielen dann bis 15 Uhr eine Partie und essen bis 15 Uhr gar nichts. Und das kann in meinen Augen nicht gut gehen und beeinflusst negativ, wie man spielt. Ich finde, die besten Sachen, die man beim Schach essen und trinken kann, sind Bananen, Äpfel, also generell Obst, Kaffee oder Tee, was man halt lieber mag, und sehr, sehr viel Wasser. Ja, das sind meine Empfehlungen. Und was auch ganz Gutes, finde ich, sind Müsli-Riegel. Die helfen mir zumindest, denn sie sind schnell gegessen, haben aber einiges an Kalorien und Kohlenhydraten und sättigen so ein auch kurzzeitig mal so als Zwischensnack in der Partie. Ja, hier kurze Ernährungsberatung hier von Schachmatt TV. Nein, aber wirklich Essen, Trinken und Schlafen, sehr wichtige Faktoren beim Schach. Oft unterschätzt. Gut, nach diesem Ernährungs- und Schlaftalk schauen wir an, was er noch zu sagen hat. Tip number 9. Learn from watching others. I have put a few movies in the app that you can learn from. Gut, das ist natürlich im Endeffekt genau, was du jetzt gerade machst. Du schaust dir ein YouTube-Video zum Thema Schach an und genau darauf spielt er hier an. Ja, es gibt genug, sehr viele Lehrvideos, auch gratis zum Teil auch bezahlbar. Plattformen wie Chessable, YouTube bieten sehr guten Content von verschiedensten Leuten an, die im Schach näher bringen, und das auf jeden Fall ein, meiner Meinung nach, sehr guter Tipp. Man kann vor allem von anderen viel lernen, insbesondere wenn sie vielleicht auch entweder ein sehr guter Schachspieler sind und optimalerweise auch noch ihr Wissen auf eine gute Art vermitteln können. Also hier sehr guter Tipp von Magnus Carlsen. Schauen wir uns jetzt Tipp Nummer 10 an. Tip number 10. Sit at the chessboard and play against yourself. It will improve your feel for the game. Okay, er sagt hier, man soll also auch mal sich ans Brett setzen und gegen sich selbst spielen. Und jetzt habe ich eine kleine Anekdote, denn das ist was, was ich als Kind tatsächlich manchmal gemacht habe. Wenn mir langweilig war, das war in der Zeit, bevor ich ein Handy hatte und generell diese ganzen technischen Geräte einen irgendwie vereinnahmt haben, habe ich mich oft einfach in mein Zimmer gesetzt mit einem Schachbrett und habe dann überlegt, was ich als Weißer spielen würde, und mich dann auf die andere Seite gesetzt und überlegt, was ich mit Schwarz machen wollen würde. Das Ganze hat natürlich nicht ganz so gut funktioniert, denn ich wusste ja, was mein Gegner plant. Aber an sich war es tatsächlich eigentlich eine ganz spannende, ein spannender Zeitvertreib. Dennoch bin ich der Meinung, dass gegen echte Gegner online oder am Brett spielen sinnvoller ist, als gegen sich selbst zu spielen. Also ich würde sagen, dieser Tipp ist, glaube ich, vernachlässigbar. Aber es war auf jeden Fall mal spannend, das gemacht zu haben. Und ich kann es zumindest jedem empfehlen, mal auszuprobieren. Denn es ist, wie gesagt, ganz witzig. Kommen wir zu den letzten drei Tipps. Fangen wir mit Tipp 11 an. Tip number 11. Study past players. Learn from their games and incorporate their techniques into your own play. Okay, natürlich ein sehr typischer Tipp. Er sagt, man soll sich Partien von alten Meistern anschauen, denn daraus kann man auch viel lernen. Stimme ich 100% zu, das macht absolut Sinn. Was ich hier allerdings auch ergänzen möchte, was meiner Meinung nach viel wichtiger ist, ist, seine eigenen Partien zu analysieren und daraus zu lernen. Denn wenn man Partien von anderen analysiert, dann ist man nie so sehr in dieser Partie wie bei den Partien, die man wirklich selbst gespielt hat. Denn dort hat man seine eigenen Gedanken, weiß man noch und so weiter. Also, ich würde ergänzen, ja, es ist gut, die Partien von Weltmeistern wie Carlsen oder Kasparov zu analysieren, aber noch viel wichtiger ist es, seine eigenen Partien zu analysieren und aus diesen Fehlern zu lernen. Jetzt kommt mein mit Abstand Lieblingstipp und den ich für am wichtigsten empfinde sogar zum Teil. Also, hör jetzt gut zu. Tip number 12. Fight till the end. Never give up, whether you're playing for a win or fighting for a draw. Ja, absolut wichtig meiner Meinung nach. Er sagt hier, niemals aufgeben, egal, und immer zum Ende kämpfen, egal ob du auf deinen Sieg oder für Unentschieden spielst. Und das finde ich so wichtig. Ich finde, ich habe letzte Zeit so viele Partien gewonnen, die ursprünglich total ausgeglichen waren, aber einfach weitergespielt, immer neue Sachen versucht, wirklich bis zur letzten Figur gekämpft, und ganz oft kann man dann noch einen Sieg rauskriegen. Denn oft ist es auch so, dass der Gegner sich dann schon zu sicher fühlt, sich zurücklehnt, gar nicht mehr richtig nachdenkt. Einfach weiterspielen bis zum Schluss. Wenn ich auch einen Schüler hätte, wäre mein Nummer 1 Tipp und die Regel, die ich ihm sagen würde, er darf keine Remis-Angebote abgeben und annehmen. Ich finde, das ist was den Lernprozess total hinderlich ist. Auch wenn die Stellung im Mittelspiel vielleicht ausgeglichen ist. Ich finde, dann Remis anzubieten und anzunehmen, ist total falsch. Denn außer der Gegner ist vielleicht
an sich besser und man will die Elo gewinnen, was auch immer. Aber an sich bin ich der Meinung, man sollte jede Stellung, egal wie ausgeglichen sie ist, bis zum Ende weiterspielen. Natürlich, im Endspiel, wenn nur noch die beiden Könige übrig sind, dann sollte man unentschieden machen. Aber ich halte überhaupt nichts von verfrühten Remis-Angeboten, denn, ja, wie gesagt, wie Karls es auch gesagt, immer weiterkämpfen bis zum Schluss, so lernt man am meisten und man kann auch sehr viele Punkte oder halbe Punkte sich noch sichern, die man eigentlich vielleicht gar nicht mehr für möglich gehalten hätte. Kommen wir damit auch schon zum letzten Tipp von Magnus Carlsen. Tipp Nummer 13. Chess takes practice, don't give up. Gut, das war kurz und knapp. Also, es ist nach dem Motto, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, Schach muss man üben, gibt nicht auf. Das ist auch, finde ich, ein guter letzter Tipp, denn genauso ist es. Ja, ich glaube, wir sind alle schon oft frustriert gewesen vom Schach, aber wie er hier sagt, noch kein Meister ist vom Himmel gefallen, dementsprechend einfach weitermachen und aus seinen Fehlern lernen. Ja, zusammengefasst, was halte ich von den Tipps? Ich fand sie sehr gut. Zum Teil fand ich, waren es fast schon ja Lebensweisheiten, ja, viel schlafen, gut sich ernähren, Sport machen und so weiter. Aber er hat natürlich recht, insbesondere wenn man Schach aus einer sportlichen und Wettkampfsperspektive betrachtet, sind das absolut wichtige Tipps. Wie ich bereits gesagt habe, mein wichtigster Tipp, den ich auch, glaube ich, den du gut umsetzen kannst, ist es, immer zum Ende spielen. Mach keine frühen Remisen, auch wenn dein Gegner es dir anbietet und die Stellung ausgeglichen ist, spiel einfach weiter. Ja? Spiel weiter und schau, was passiert. Denn es meistens passiert immer noch irgendwas Spannendes. In diesem Sinne wünsche ich dir, dass dir dieses Video gefallen hat. Schreib mir gerne in die Kommentare, ob du einen anderen Vorschlag hast, auf welches Video ich noch reagieren könnte, was vielleicht spannend wäre. Und schreib mir auch in die Kommentare, welchen Tipp du persönlich am spannendsten fandest. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.